So, die müssen hier ihr normales Leben leben können. Privatsphäre haben, ja. Und ihre Privatsphäre haben. Und umgekehrt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass all die Hilfsbedürftigen sich nicht abgestoßen fühlen. Denn ich bin ja dankbar und froh, dass sie helfen kommen. Super. Also am Anfang, also ich war am Anfang hier nach Deutschland gekommen, ja, als Flüchtling auch. Also da waren die 15 Jahre hier oder weiß nicht, wie alles läuft. Also ich war eigentlich super ignoriert damals. Ich habe immer also von meiner Rechte, so hinter meiner Rechte gerannt und so. Aber Respekt aber respektlos und man verliert das eigentlich vergleichen mit heutigen Tagen. Ist ganz anders. Ja. Insgesamt ganz anders. Ganz anders. Also damals, also wenn ich hier gekommen bin, da war in der Schröder-Zeit, denke ich, oder als Kanzler war. 15 Jahre. Und ja, genau. Und eigentlich, ich war in Bergen auf Rügen gelebt. Und sofort habe ich eine Abschiebung bekommen. Ich muss eigentlich nach da gehen. Aber ich habe gesagt, meine Familie, die sind ganz also gegen die Regierung in Irak und so. Wie kann ich das schaffen, eigentlich nach Irak zu gehen? Ich habe gar nichts in der Wahl gelebt. Und dann, also ablehnen, dann nachher also auch nochmal eine Abschiebung und so. Und dann habe ich eigentlich 4 Jahre gewartet. Also mehr als 4 Jahre gewartet. Kein Deutschkurs, ja, keine Situation, gar nichts. Also nur in einem kleinen Ort. Ja. Nur singen, doch. Ja. Nur singen. Ich singe mit mich selbst, ich habe viele Lieder geschrieben. Aber obwohl, ich habe auch so mit gesagt, ein Lied komponiert 2004. Ob ich dafür nicht auch so aus meinem Kreis zu gehen. Also, aber ich habe nach Berlin gegangen. Ich habe das nicht umgekehrt. Das gehört auch ein bisschen dazu. Ich wollte was zeigen. Wir leben in einem Rechtsstaat, da kann man sich das einhören. Auch schon mal nach vorne wagen. Einzurichten. Ja. Bloß ja, muss das alles ordentlich passieren und kann nicht auf einmal passieren. Und deswegen ist das hier noch Gemeinschaftsraum werden, aber das ist alles noch Kinderbetten anscheinend. Alles Kinderbetten, Matratzen, Kühlschränke, weil die Räume werden von uns natürlich so ausgestattet, dass man da drin auch gut leben kann. Das heißt, man braucht einen Kühlschrank, jeder bekommt eine eigene Matratze, wenn er hierher kommt, und zwar eine neue. Unbenutzte. Wir haben Schränke, wo man Küchensachen aufbewahren kann. Die müssen aber alle erst noch aufgebaut werden. Ursprünglich ist der Raum oder zukünftig wird der Raum genutzt werden, um hier Sprachtreffs abzuhalten. Im Moment improvisieren wir da auch. Da passiert dann der Sprachtreff schon mal in der Küche. Aber er findet statt. Ja, je nachdem, ob wir viele Kinder haben, die auf dem Kindergartenplatz warten, werden wir auch eine Spielgruppe hier noch einrichten. Es sprechen mich ganz viele Leute auch an, die ich kenne aus meinem Leben hier in Siegburg, die hier um die Ecke wohnen und sagen. Welche Sprachen werden hier gesprochen? Hier wird Kurdisch gesprochen, hier wird Arabisch gesprochen. Wie viel Familie von Syrien ist daher? Wie viel Familie von Syrien, von Irak? Syrien haben wir 6 Personen, eine Familie mit 3 Kindern und 2 Einzelpersonen, ein Geschwisterpaar und, Geschwisterpaar ist aus dem Irak. Okay. Und ein Mann aus Syrien ist noch. Okay. Und die Sprachkurse, die sind auch erweitert, die finden auch in all unseren Schulen statt. Okay. Wir haben internationale Klassen, in denen nochmal ganz besonders vorbereitet wird. Und auch in den Grundschulen finden entsprechende Kurse statt, so dass wir darauf setzen, Spracherwerb der deutschen Sprache ist natürlich für die zukünftige Integration und das hier Leben ganz wichtig, also Basic zu haben, ja. Ja. 227 war der letzte Stand. Am Montag haben wir 230, weil die nächsten angekündigt sind. Ortskräfte. Hier im Haus sind jetzt hier im Haus haben wir 26. Kinder, wie viel? Kinder haben wir 1, muss ich durchzählen, 2, 5 Kinder im Moment. Gibt es hier einen Spielplatz für Kinder oder so? Hier noch nicht, aber das ist auch für den Sommer auf unserem Plan. Wir werden ja gucken, das war jetzt nicht ein Spielplatz, der müsste ganz andere Voraussetzungen haben. Aber wir werden Spielgeräte draußen wir haben, wie Federballspiele, wir werden eine Tischtennisplatte hier. Ist alles schon auf Lager, muss bloß, wie gesagt, nach einer Woche kann das noch nicht hier stehen. Da gibt es wohl dringlichere Dinge. Das wächst augenblicklich und wir haben nicht weit von hier ein Stückchen über die Straße drüber nicht nur einen großen Spielplatz, sondern auch eine
eine Wasserinstallation gemacht, in der Kinder sich mit Sand und Matsche und auseinandersetzen können. Für den Sommer ist das schön. Für den Sommer ist das dann einfach schön. Ne? Hallo. Hallo. Ich bin Mustafa. Wie heißt du? Fiora. Fiora, okay. Und der Kleine? Hallo. Henry. Hallo. Henry. Hallo. Ja, dann süß das, dann bin ich geweckt. Kann sein. Ja, wir sind ein bisschen neugierig und wollen schauen, ob Sie sich hier wohlfühlen können. Alles klar bei Ihnen hier? Ja. Fühlen Sie wohl? Ja. So glücklich? It's okay. It's okay. No, no. Okay. Sprechen Sie Englisch? No. No. Okay. So, danke. Und, mein Baby? Mein yeah. Baby? Alles Gute. Tschüss. So gefreut heute Morgen, als ich morgen mal ganz hinreich. Hallo. Ah, auch hier in Uzun. Dürfen wir gucken? Ja. Oh ja, haben wir was gegessen. Hier ist die ganze Familie. Genau. Guten Appetit. Auf jeden Fall. Sie sollten mal erst fragen, ob das möglich ist. Ja. Wer darf man hier hat gesagt, bitteschön, wir wollen auch zusammen mit dem essen, wenn Sie möchten, hat gesagt, herzlich willkommen. Nicht, aber vielen Dank für das Angebot. Okay, also die sagen, die sind 5 Personen in einem Zimmer. هلا بعدنا شهر لسلمان بس القرن كله راحوا على البيوت. Sie sagte eigentlich, ich bin schwanger und habe auch so Kinder. Ich brauche mal allein zu umziehen, dass es so möglich ist, weil sie ist halt, also die alle, die sind auch so aus Syrien, die sind eigentlich auch so rausgegangen aus dem Heim. Man muss aus dem Heim gehen, geht es dann, wenn da die Anerkennung als Flüchtling da ist, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Und ja, sobald das Baby da ist, bekommen sie von uns noch einen Raum. Okay. راح تاخذين انت غرفه ثانيه بس حاليا انه مع الايام راح يطلعوكم البيت بس ينتظرون قرار المحكمه اللي يصدر لكم بس انت صار لك شهر جاي صح؟ يقول الحمد لله في ناس تنتظر امبارح كثير امبارح راحوا على الدكتور راحوا على الدكتور مشان راح على الدكتور انه ما بيحرمانك حشم الدكتور. Also sie sagte eigentlich, wir brauchen eine Übersetzung oder eine Dolmetscher, weil sie gestern war bei Arzt und der Doktor hat sie eigentlich rausgeschmissen, weil sie kein Deutsch ist. Ich kümmere mich über die kurdische Gemeinschaft, die es hier in Siegburg gibt. Der Kurdilo? Ein Arab. Ich spreche in Arabisch. Arabisch. Kurdisch. 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 Ja, Kurdisch gibt es 5 Dialekte. Noch mehr. Kurmanchi. 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 محروم أنا من شو
Ich weiß nicht, warum haben die Abschiebung gekriegt. Das hier eigentlich hat das mitgebracht. Die haben mir eigentlich jeder hat seinen Ausweis kopiert. Und sie können sich eigentlich, das ist in, weil sie da in Ruhe in Büro, ich kann sie auch also bei E-Mail schicken, die ganze Datei und ganze Information. Ich habe mehrere auch davon. Die sind alle so mit Jodung, mit Abschiebung. Und Sache ist, die sagen eigentlich, die Sache da in Irak ist in Ordnung, sie können das nach Irak gehen. In Irak, die haben die gleiche Situation wie mit Syrien auch so. Die haben auch so mit dem Terror geschlagen und so. Und meistens von denen, so, diese, also Salah Adil braucht man sie so. Und im Moment eigentlich ist es chaotisch. Okay, erkundigen wir uns auf jeden Fall mal, was da so die Überlegung dahinter ist. Es sind halt von einigen Namen beispielsweise aufgenommen. Ja, bitte. Ich bitte Sie, das ist eigentlich, muss also ernst nehmen und das ist eigentlich auch also mit der Behörde von denen zu Kontakt zu haben. Ja. Und zum Beispiel, also Menschen haben die eigentlich die Genehmigung schon gekriegt, also die Erlaubnis hier zu bleiben, also die Asylerlaubnis, aber die wollten eigentlich mit ihrer Familie hier zu kommen oder besuchen. Das ist auch also eine schwierige Situation. Menschen von denen, die leben in einem Dorf. Aber die kommen in kein deutsches Dorf. Sie sagt eigentlich, sie muss das selbst bezahlen für die Bewerber, für die Asylbewerber. Und sie sagt, wir haben keinen Job, wir können nicht also unsere also deutsches Kurs selber zu bezahlen. Also ich bitte Sie also eigentlich, schauen Sie das in Ruhe und so im Büro. Schauen wir uns mal an und können wir nochmal nachgehen. Alles klar. Das also ich habe eigentlich nicht, ich habe meinen Botschafter so jetzt das sind, sicher machen. Das sind die Leute, die auch sonst gerne mitgekommen wären? Oder die haben mir eigentlich das selbst bei E-Mail gesendet. Und die wollten eigentlich hierher zu kommen, aber habe ich gesagt, wir erlauben das nicht, also wegen Sicherheitssache. Und also auch dieser Raum ist auch klein. Und wir haben also ungefähr so über 100 Leute, die wollten alle hier kommen, sie wollen eigentlich das treffen. Aber ich denke jetzt, sie können das also selber so Kontakt zu haben. Ja, gut. Das heutige Tage, viele Iraker sind hierher gekommen, seit 3 Jahren, die haben keine also Rückmeldung von dem Gericht, die haben keine Asylrecht gekriegt. Sofort 3 Jahre und mehrere. Ja. Die sagen ja, sie kriegen Abschiebung oder Ablehnung. Also mehrere. Man sagt also nicht eine Familie, zwei Familien. Also jetzt zum Beispiel die Situation mit den syrischen Leuten, Flüchtlingen, die hier kommen, die kriegen das also nach 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, Posten, also 6 Monate. Aber die Iraker, die warten. Ja. In Mosul oder in also Nord-Bagdad oder so, ist sehr schlimm, ist wie in Syrien im Moment. Ja. Aber für sowas eigentlich, ich denke, die deutsche Behörde braucht einen Experten von diesen Ländern zu benutzen. Aber die Situation ein bisschen eigentlich nachzudenken oder nachzuschauen, also wie die Situation jetzt im Irak oder welche Stadt kommen sie, diese Flüchtlinge und so, muss man eigentlich ein bisschen nochmal so ein bisschen intensiv zu haben. Ja. Da geht es zum einen darum, die Ursachen, weshalb die Menschen sich auf den Weg machen, in den Weg zu nehmen. Aber ich glaube, hier und heute geht es vor allem darum, zu schauen, wie können sich die Menschen, die den Weg hierher zu uns gefunden haben, wie können die sich wohlfühlen und wie können wir ihnen auch vermitteln, dass sie hier willkommen sind. طبعا احنا اليوم كنا في زياره ميدانيه الى احد المخيمات في مدينه زيغو وطلعنا انا والسيد النائب نائب البرلمان الالماني السيد لينك مايا وايضا كان عندنا في المدينه وبابا مايستر سيمان فكسرنا حاجز كبير اليوم كسرناه تقريبا لانه قربنا اكثر للاجئين قربنا اكثر للنازحين عرفنا مشاكلهم وكانت في بكل وضوح عمليتنا جدا واضحه انه سالناهم اصلا ايش مشاكلكم ايش اللي تحتاجون وشفت تحرك كبير وجيد على مستوى عالي من الحكومه الالمانيه ومن ايضا من محافظ المدينه طبعا انا جدا نشكر صاحب مبادرات كثيره انا عملت العام الماضي اطلقت مبادره اسمها السلام لاجل العراق بيس فور العراق وهذه لا زالت لحد الان هذه المبادره هي تكون حول العالم لجمع $1,000,000 تخصيصها الى النازحين كمنح دراسيه مع نهايه العام هذا او العام المقبل. المبادره الثانيه اللي انا حاليا قاعد اعمل فيها هي السلام لاجل مستقبل افضل بالنسبه للمهاجرين بالنسبه للنازحين الموجودين على الاراضي الالمانيه. انا بصفتي كسفير سلام كعضو حزب الحاكم الالماني بصفتي اني مثل هالناس هذه هالاصوات المظلومه اقدمها الى اصحاب القرار هنا في المانيا لحتى انه يقدرون ياخذون حجمهم في هذا البلد للمستقبل القريب.
أنا من دعاية النائب الألماني ومن دعاية الحكومة الألمانية أنها تشارك معي. هذا طبعاً مو أول زيارة، أنا قمت الزيارة الأولى كانت في الشهر الثاني العام هذا، بدأناها من شتوتغارت من بعد فيتنبرغ، وشاركني أيضاً فيها عمدة المدينة، وشاركني فيها أيضاً اللي مسؤول عن حقوق اللاجئين وأمور اللاجئين، وتقريباً حصلنا إقامات إلى كل اللي موجودين في الكامب اللي كان موجود في شتوتغارت في شفابش جمن. الفن اللي بالنسبة لي هو كجسر، لأنه الفن هو اللي وصلني لهالمرحلة هذه، لحتى أن يكون سفير سلام، لحتى أن يكون اهتم بقضايا البلد، مو فقط قضايا العراقي، لا قضايا العام، كل القضايا الإنسانية. فإحنا من قاعد نتحرك التحرك هذا الواسع، راح يجبر الحكومة الألمانية في برلين أنها أيضا تقدم كثير من المساعدات. إحنا تغيرنا، أنا حتى قبل شوية تكلمت مع السيدة النائبة قلت لها ألمانيا في السابق غير ألمانيا الآن. ألمانيا في السابق لما أجينا هنا على ألمانيا ما حد مكان يحترمنا، ما حد مكان يحترم أفكارنا. إحنا اليوم تغيرنا، يعني الأجيال تتغير، الأفكار تتغير. الهدف من المبادرة تقريبا إحنا نريد نقلص الزمن، لأن إحنا ما نريد اللاجئ إنه يجي هنا إلى ألمانيا ينتظر يقعد بالسنين ويخسرها من عمره ويخسرها من حياته. لا، إحنا نريد نختصر هذا الزمن لحتى إنه نسرع قرار لجوء أو عدم لجوء لحتى تدرس حالته وحتى تدرس من برلين من الحكومة الألمانية في برلين. طبعا زيارة كانت جدا موفقة الحمد لله والشكر، وأنا فرحان صراحة، لأن أولا الطلبات اللي وصلتني من كثير من أهلنا وأخواننا اللاجئين العراقيين على الأراضي الألمانية تم تسليمها اليوم إلى الجهات والسلطات الألمانية للنظر فيها إن شاء الله وإعطاء قراراتهم بأسرع وقت. شعور طبعا جميل وبنفس الوقت أيضا حزين، لأن إحنا بالزمانات من جينا هالبلد هذا ما كنا نلقى هالاهتمام هذا، ما كنا نلقى هالدعم هذا. اليوم مثل ما شفتوا يعني عمدة المدينة كان موجود، الرمال الألماني اللي هي بصفة وزيرة مهتمة بشؤون هذه القضايا هذه، وأنا اليوم الحمد لله أشكر بعد معاناة وبعد حرمان تحدي ونجاح وصرت المرحلة اللي أنا بيها لحتى أني ما أقدر أكون يعني مقعد وما أقدر أعمل أي شيء مساعدة أهلي وناس. بالعكس أنا أريد أكمل هالرسالة هذه حتى توصل بالشكل الصحيح، يكون أيضا رسالة إيجابية بطاقة إيجابية لمساعدة أهلنا وإخواننا اللي هذول أهلنا راح يكونوا بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد أهل البلد أيضا. فجميل أنك تشوف أنك طموحاتك أثمرت وتعبك أثمر، وأنك أنت حاليا مثل البلد، مثل السلام بالعالم، مثل أصوات المظلومين هذا المخيم وهذا الكامب. هذا تم بناء جديد ولحتى أنه كله يكون لأجل سلامتهم وحمايتهم. فإن شاء الله مع مرور الأيام راح يكون تغيير كثير جيد الحمد لله والشكر. شكرا. ألمانيا بلد ديمقراطي، ألمانيا تتسع، إن ألمانيا محتاجة إلى كوادر، فعسى ولعل من هاللاجئين هذو هالنازعين هذا يطلع بها كم من كادر يفيد البلد بالمستقبل. وأنا اليوم جدا كنت متفائل لأن من انطيت الملفات والناس أيضا متعاطفين ومتعاونين، وأنت تعرف أيضا إن إحنا عندنا هنا أيضا اسمنا ومكانتنا بالمجتمع مع الحكومة أن نقدر ندعم القضية هذه مثل ما دعمنا قضية سوريا. أنا أرجع وأقول إنه بلدي
ايضا من الاولويات عندي. طبعا الجو مثل ما عندنا ربيع حاليا موجود هنا بالمانيا، احنا حاليا ببون. اتمنى يا ربي انه الوطن العربي ايضا يكون في ربيع سلمي. احنا دا نشوف حاليا اليابس والاخضر دا يحترق بالوطن العربي، فاتمنى انه شبابنا يبقى محافظ على طموحه على انسانيته. نحتاج انه نراجع انفسنا كنا كبشر كحكومات، كيف نقدر نبني الانسان، كيف نقدر نشتغل على الانسان، كيف نقدر نغير حالنا من حال الى احسن بالطموح بالطمأنينة. عليك اسأل، عليك اسأل، عليك اسأل من راي ومن جاء. احن ليك، احن ليك، احن ليك مثل راعي يحل النار. اقول اصبر على غيابه وفي وما ينسى احبابه. اقول اصبر على غيابه وفي وما ينسى اصحابه. لابد ما تريد، انا لابد ما تريد تضحك فرح دنياي. لابد ما تريد تضحك فرح دنياي، لابد ما الشمس تكسر وراها فيها.